Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Tomodachi Live. Danke für die positive Resonanz auf den ersten Part. Und ich würde gar nicht so lange rumreden. Ich sehe schon auf dem zweiten Bildschirm, dass unsere Bewohner ganz viele Sachen von uns wollen. Deswegen starten wir direkt rein. Los geht's! So. Gehen wir mal direkt zum Brunnen. Da sind Leute. Ah, Miri und Ruffy. Oh Mann. Gut, dann lassen wir die zweimal da sein. Gehen wir mal zu den nächsten. Gehen wir mal zu Peter Pan. Ich wäre so gern mit Kiki befreundet. Dann stell dich vor. Ich würde mich so gern mit ihr unterhalten. Nur worüber? Über lustig ist. Ich denke, sie ist lustig. Ich gehe sofort los und rede mit ihr. Mach das. Hoffentlich geht's gut. Sieht gut aus. Ich hoffe, sie verstehen sich. Yes! Sie verstehen sich. Dank dir können wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Sehr gut, das freut mich. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Er gibt uns immer Geschenke, wie nett. Ein Reisegutschein. Dankeschön. Eilmeldung! Peter Pan spricht heute die Eilmeldung. Eilmeldung. Auch der Hutmacher wurde nun endlich auf dieser Insel eröffnet. Miri, eine der ersten Kundinnen nach Eröffnung, sagte mit leuchtender Miene: Ich habe mich nie besonders für Hüte interessiert, aber als ich gesehen habe, wie gut mir die hier stehen, nun ja. Ob ihr nur Hüte liebt oder nicht, schaut doch einfach mal beim Hutmacher rein und seht euch um. Es kommen jeden Tag neue Modelle rein, verpasst also auf keinen Fall den letzten Schrei. Danke fürs Zuschauen. Sehr cool. Gehen wir nachher gleich gucken. Oh nein, süß. Ich hoffe, dass die zwei zusammenkommen, wirklich. Nami schläft. Ah. Hi, Nami. In deiner Welt ist es jetzt sicher auch kalt, oder? Ehrlich gesagt scheint bei uns die Sonne und es ist wie Frühlingswetter, aber... Ja. Ich hätte Lust auf spanisches Essen. Das wäre mir wirklich eine Fiesta. Du willst spanisches Essen? Es gibt heute kein spanisches Essen für dich. Was möchtest du, Michael Jackson? Ja? Ja? Ja. Ich habe gehört, dass Rufi mit mir befreundet sein will. Wie schön. Vielleicht sollte ich einmal mit ihm reden. Mach das! Der Junge hat zu viel Energie. Und läuft's gut, das meint ihr? Yes. Sehr gut. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Schön. Au. Schön. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Oh, ich bekomme heute Geschenke. Oh nein. Ich hasse das Ding. Ich glaube, Michael Jackson hasst mich einfach. Eilmeldung! Eilmeldung. Das Möbelhaus kam den Wünschen vieler Bewohner nach und feierte eine fulminante Eröffnung. Viele Bewohner finden es langweilig, jeden Tag in demselben alten Zimmer zu bringen zu müssen. Verständlich. Diesen Bewohnern bietet das Möbelhaus eine große Auswahl an verschiedenen Inneneinrichtungen. Unseren Kunden wollen wir bei uns jede Art von Zimmergestaltung ermöglichen. Jeden Tag kommen neue Gestaltungsmöglichkeiten hinzu. Zuvor erworbene Einrichtungen bleiben ebenso erhalten. Danke fürs Zuschauen. Sonst noch was? Gehen wir doch mal gleich gucken, oder? Vielleicht können wir sogar irgendetwas leisten. Boah, das wäre voll schön. Aber zu teuer. Ist ein bisschen fad vielleicht, aber gut. Gehen wir mal zu den Hüten. Vielleicht hat sie per Zufall einen Strohhut heute schon da. Den Kleiderladen besuchen. Frohe Weihnachten. Oh, Nami. Michael Jackson wird langsam immer mehr zu Michael Jackson, I guess. Wir geben es ihm am besten gleich. Das ist die Adresse von LOL, falls ihr mal irgendetwas da hinschicken wollt. Du. Heute ist Weihnachten. Ja, hast du mir schon mal gesagt, danke. Jetzt fehlt er nur noch sein Hut. Was gefällt ihm ein wenig? Ich und er hassen uns einfach, glaube ich.
Ruffy, will etwas irgendwas? Ich habe ihn gerade erschreckt. Danke, jetzt ist der Schluck auf weg. Bitteschön. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas richtig Uncooles. Uncooles? Dann gehen wir mal etwas richtig Uncooles kaufen. Oh, das können wir gleich an der neuen Charakter geben, den ich nachher erstellen werde. Ob er das auch so uncool findet. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Nein! Diese Dinge hasse ich! Miriam hat Freundschaftsbedarf, dann schnell mal dahin. Nachher fügen wir ein paar neue Himis hinzu. Guten Tag. Hallo. Ich wäre so gern mit Kiki befreundet. Go! Mach! Geh! Weißt du, wie ich mich am besten geben soll, wenn ich mit ihr rede? Aufmerksam. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihr. Tu dies. Kiki können wir nachher auch das Kleid geben. Läuft glaub super. Perfekt. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Schön, freut mich. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Weh, du schenkst mir das auch. So. Dann würde ich jetzt neue Mies hinzufügen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben eine Einmeldung. Ich wollte eigentlich Mies machen, aber... Einmeldung. Wir wünschen allen Bewohnern von Null einen guten Tag. Ich möchte bekannt geben, dass die Mii-Nachrichten von nun an regelmäßig gesendet werden. Neuigkeiten von Null und aus der Region erfahrt ihr zuerst hier bei uns. Die neuesten Nachrichten senden wir um 7 Uhr morgens und um 19 Uhr abends. Verpasst sie also nicht. Danke fürs Zuschauen. Na gut, dann werde ich jetzt mich mal weitermachen, um neue Mies zu erstellen. So. Letztes Mii erstellt ist, es gibt schon wieder eine Einmeldung. Von Einmeldung. Luigi. Die Bevölkerung von Null hat 10 erreicht. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, fand in der Lobby des Inselhotels eine lebhafte Party statt. Der Inselbewohner Michael sagte mit einem Lächeln im Gesicht: So langsam fühlt man sich auf dieser Insel weniger einsam. Danke fürs Zuschauen. Noch was? Gut, dann würde ich euch jetzt mal unsere neuen Bewohner vorstellen. Zwei habt ihr schon gesehen. Aber das macht ja nichts. Also, wo ist Michael? Wo ist Nami? Also, hier haben wir einmal Sasuke von Naruto. Mei von meinem Nachbar Totoro. Luigi und Rosalina. Und gucken wir mal, was die für Bedürfnisse gerade haben. Danke, jetzt ist der Schluck auf weg. Bitteschön, Peter. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas Warmes. Irgendwas Warmes. Das kriegen wir hin. Peter bekommt das. Ist vielleicht nicht ganz seine Farbe, aber wird schon gehen, denke ich. Gefällt ihm total gut. Was geben wir ihm? Was haben wir hier? Eine Angelrute. Ich möchte ihm den Drachen geben. Bitteschön. Mal gucken, ob wir ihn draußen jemals irgendwie sehen oder so mit dem Drachen spielen. Das geben wir nachher sofort Nami. Willst du immer noch essen? Es gibt momentan kein spanisches Essen im Laden. Frohe Weihnachten. Dankeschön. Kannst du eine nette Farbe für mich aussuchen? Natürlich. Welche Farbe passt wohl zu mir? Also gut. Und wie sehe ich aus? Sehr gut. Endlich sieht Nami aus wie Nami. Es gibt nichts Spanisches, es tut mir leid. Das will ich gucken. Und? Hast du genug? Jetzt ist genug. Okay, Sasuke, was willst du von uns? Mein Name ist Sasuke. Mir ist egal, was die Leute sagen. Sehr gut. Richtige Einstellung. Ich habe Hunger. Ich gebe allen Leuten nur Pizza. Mal gucken, ob es ihnen gut schmeckt. Das ist
ist schön. Fand er ziemlich lecker. Das ist gut. Eilmeldung. Von Ruffy. Die Ranglisten wurden nun endlich freigegeben. Auf diesen Ranglisten kannst du sehen, welche Bewohner sich an einem bestimmten Tag gut oder schlecht fühlen. Rosalina, die die Ranglisten erstellt hat, zeigte sich euphorisch. In Zukunft möchte ich gern alle möglichen Informationen in diesem Ranglistenformat veröffentlichen. Danke fürs Zuschauen. Okay. Dann gucken wir mal so die Ranglisten an, oder? Okay, keine Ranglisten, weil ich zu faul war, die Geburtsdaten einzutragen. Ja! Er spielt mit dem Drachen! Woo! Wie cool! Das passt zu Peter Pan. Ich bin Mii und ich komme wirklich mit jedem gleich klar. Das ist schön. Ich brauche einen neuen Hut. Du willst einen Hut? Ich habe keinen Hut. Aber ich will dir so etwas Hässliches nicht kaufen. Bin ich nicht unbedingt begeistert von, aber okay. Wenn sie das unbedingt will, dann geben wir gleich hier noch das Kleidungsstück, was ich für sie ausgesucht habe. Ich finde irgendwie, das passt zu ihr. Vor allem wegen mein Nachbar Totoro. Das war gemein. Was passiert, passiert. Und am Ende geht sowieso alles gut, oder? Naja, würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber okay. Frohe Weihnachten. Dankeschön. Ich habe Hunger. Oha, was haben alle gegen mein Essen? Ich stoße sehr oft mit Leuten zusammen, weil wir in die gleiche Richtung ausweichen. Ja, das fühle ich hingegen irgendwie wieder. Das gegen wir Kiki auch einmal. Mal gucken, hoffentlich gefällt dir das. Yay! Was macht Miri eigentlich? Sie zockt, was natürlich, was auch sonst. Die hänge ich an der Decke auf. Mach das. Ja, ist ja gut. Ich schaukel. Woo! Kannst du das nicht selber? Du bist doch alt genug. Wahaha. So, wir haben Essen gekauft. Was ist hier los? Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 2 Uhr. Pan tanzt immer noch in seinem Zimmer. Aus purer Langeweile begann Pan ein wenig zu tanzen. Zunächst war es ihm peinlich und er tanzte nur ganz zurückhaltend. Später aber verflogen die Hemmungen und er tanzte sich in einen regelrechten Wahn. Nachbarn beschwerten sich über die vielen lauten schweren Atemgeräusche. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Bei dieser Meldung bekomme ich Herzflattern. Genau wie ich es vorher gesagt habe. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Michael Jackson und das waren die Mii-Nachrichten um 2 Uhr. Was? Hä? Oh Mann. Okay. So, jemand möchte noch mit jemandem befreundet sein. Ich habe gehört, dass Kiki mit mir befreundet sein will. Schön. Vielleicht sollte ich einmal mit ihr reden. Tu dies. Denkt ihr, es läuft gut? Ich denke, oder? Ja, das wird gut gehen. Sehr gut. Kiki und Michael Jackson befreundet. Woo! Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Cool. Er ist der King von Pop. Deswegen. Noch ein Reisegutschein. Schön. Letzte Einmeldung für heute. Von May. Einmeldung. Als Antwort auf den Wunsch einiger, sich mal so richtig das Herz aus dem Leib singen zu können, wurde heute eine große Konzerthalle auf LOL eröffnet. In der Konzerthalle können die Charaktere die tollsten Lieder zum Besten geben, die sie als Geschenk vom Ebenbild von Miri erhalten haben. Hier kann sich jeder mal wie ein Popstar fühlen. Man kann sich sogar von Hintergrundtänzern unterstützen lassen. Alle, die eine Karriere im Bereich Gesang anstreben oder einfach nur mal Stress abbauen wollen, sollten vorbeischauen.
Die Konzerthalle kann über dem Kartenbildschirm betreten werden, aber da so gut wie alle gern singen, haben wir in ihren Zimmern ein Notensymbol für direkten Zutritt untergebracht. Danke fürs Zuschauen. Also, King of Pop, jetzt wollen wir was hören. Von heute an mache ich Diät, halte mich zurück. Ich verzichte auf Eiscreme und auf Schokolade, reduziere dich. Tu das nur für dich. Will kein Gramm zu viel. Sommerfigur, die brauche ich. Das ist einfach der Fakt, dass es Michael Jackson ist, der das gerade gesungen hat, macht einfach noch viel witziger. So, mit dem glorreichen Abschluss von Michael Jackson mit seinem Ich mache Diät-Song würde ich mich heute von euch verabschieden. Ich wünsche euch alle noch einen wundervollen Tag, Abend oder wenn ihr das Video immer guckt und ja, bye!